Gesundheitsminister Klaus Holleczek warnt vor der Omikron-Variante. Man dürfe nicht blind in eine fünfte Welle laufen. Ja, die Zahlen Omikron steigen tatsächlich und wir merken, dass sie sich innerhalb von ein paar Tagen sogar verdoppeln. Gott sei Dank noch auf niedrigerem Niveau, aber wir sehen ja auch im benachbarten Ausland, wie schnell die Infektionszahlen nach oben gehen. Insofern ist es gut, wenn wir vorsichtig und achtsam bleiben. Daher fordert Holleczek bundesweit einheitliche Corona-Regeln. Die Landtags-FDP ist da anderer Meinung. Wenn der Gesundheitsminister sagt, es müssten in ganz Deutschland die gleichen Regeln gelten, dann widerspreche ich da. Denn das Infektionsgeschehen ist in Bayern ein anderes als beispielsweise in Schleswig-Holstein. Es ist in Thüringen ein anderes als beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen muss man hier die besondere Situation der einzelnen Bundesländer, auch die jeweilige Auslastung der Krankenhäuser berücksichtigen. Nicht alles über einen Kamm scheren, sondern differenziert vor Ort Maßnahmen ergreifen. Ob es einheitliche Regelungen geben wird, entscheidet sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag. Die Sorge vor der Omikron-Variante hat auch die Diskussion um eine generelle Schulschließung nach den Weihnachtsferien entfacht. Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo hat nun angekündigt, dass die Schulen im Präsenzunterricht starten werden. Aus dem Kultusministerium heißt es weiter: Präsenzunterricht bleibt auch im Jahr 2022 die oberste Maxime und bietet nicht zuletzt mit Blick auf die sozialen Faktoren gewichtige Vorteile gegenüber dem Lernen in der Distanz. Um den Präsenzunterricht so sicher wie möglich zu machen, haben wir an den bayerischen Schulen ein engmaschiges Sicherheitsnetz geknüpft. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband erhofft sich von der Politik in erster Linie Klarheit. Wir wollen Schule live, aber sicher, und das geht nur, wenn wir unterschiedliche Größen bedenken. Deswegen verlangen wir auch von der Politik keine Versprechungen, sondern klare Ansagen, weil wir haben jetzt gemerkt, politische Versprechungen sind nicht immer eingehalten worden. Außerdem müsse die Personalsituation von Lehrkräften beachtet werden, so Fleischmann weiter. Bayern hat sich seit Beginn der Pandemie mit mehreren Milliarden Euro an neuen Krediten verschuldet. Damit liegt der Freistaat bei der pandemiebedingten Kreditaufnahme bundesweit an der Spitze. Finanzminister Füracker verteidigt die Corona-Schulden. Jeder Euro, den wir ausgegeben haben, war letztlich eine notwendige Investition, um Bayern gut durch die Krise zu bringen. Unser Ziel ist es, so viel Krise wie möglich von den Menschen fernzuhalten. Deutlich über 3 Milliarden Euro wurden beispielsweise in das Gesundheitswesen investiert. Füackers Ziel ist es, finanzpolitisch so schnell wie möglich zu normalen Zeiten zurückzukehren.